jetzt, das Spiel in Balingen war natürlich am Ende ein bitteres Ergebnis für euch. Wie tief sitzt es noch und wie weit seid ihr schon quasi den Blick wieder nach vorne zu richten auf Freiburg? Ja, es hat gesessen. Ja, das hatten wir bisher ganz selten, dass wir Führungen noch abgegeben haben. Hatten es jetzt diese Saison einmal gegen Kassel. Und jetzt eben und dann in der letzten Sekunde noch, das ist besonders ärgerlich und dementsprechend bin ich noch ziemlich genervt und auch ein Stück weit wütend, dass wir das nicht geschafft haben, 3 Punkte mitzunehmen und dann mit einer gewissen Euphorie Richtung Freiburg zu fahren. Jetzt sind wir alle erstmal noch ziemlich sauer und wollen es besser machen, aber das ist eben auch die Botschaft, wir wollen es noch besser machen. Wir haben in Ansätzen da ganz ordentlich gespielt, zweite Halbzeit haben wir es ein bisschen ging es hin und her, haben wir es nicht ganz so kontrolliert gespielt wie erste Halbzeit. Wir müssen unsere Situationen noch genauer zu Ende spielen, konsequenter zu Ende spielen, Deckel drauf machen. Das müssen wir uns vorwerfen und dann eben auch letztendlich konsequent verteidigen, Standards verteidigen, zweite Bälle verteidigen. Das hatten wir schon als Thema und das müssen wir besser machen. Und dann müssen wir das mitnehmen, dass wir sagen, so die Dinge wollen wir verbessern, die ärgern uns noch und mit einer gewissen Wut dann Richtung Freiburg fahren und auch in Freiburg ersichtlich machen, dass wir etwas zornig und wütend sind. Wenn wir jetzt auch mal das Ergebnis ausblenden, war es ja auch ein sehr körperbetontes Spiel, auch gerade vom Gegner. Du musstest auch 2 verletzungsbedingte Wechsel vornehmen. Wie ist da der Stand der Dinge und auch bei denen, die halt zuvor verletzt waren im Team? Ja, Maurice bleibt weiterhin verletzt, der wird dieses Jahr nicht mehr spielen, das ist klar. Laurent von Pischowski hat Muskelfaserriss, wird nicht spielen können. Sinan ist fraglich, ob er spielen kann. Schnelli hat das Ganze überstanden, sein Kiefer hält und der wird auch wahrscheinlich mitfahren nach Freiburg. Und wen hatten wir noch? Baumi wird nicht spielen können. Er hat einen Versuch gestartet heute, weil er sich gestern eigentlich ganz gut fühlte, aber es ist nicht möglich, dass er spielt. Dann wollen wir abschließend noch einen konkreten Blick auf Freiburg werfen, auf das Spiel, auf den Gegner. Wie schätzt du die ein? Es ist klar, dass es ein Spitzenspiel ist, aber was zeichnet die aktuell aus? Ja, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Sie haben jetzt schon eine Spielanlage, die wir kennen. Es ist ja nicht unser Lieblingsgegner, ist auch bekannt. Und dementsprechend ist auch die Herausforderung groß zu sagen, so, jetzt wollen wir es auch mal allen Leuten beweisen, dass wir in Freiburg was holen können und gegen den SC Freiburg auch gewinnen können. Haben eine gute Spielanlage, haben gute Leute auf dem Feld. Pieringer trifft im Moment auch als Top-Torjäger vorne. Aber sind da eben auch, was das System anbelangt, relativ flexibel. Was das Anlaufen anbelangt, sind sie flexibel, spielen überwiegend Dreierkette. Damit rechne ich jetzt mal. Haben auch eine hohe Intensität, laufen auch viel. Insofern wird es echt eine Herausforderung sein, wird ein Spitzenduell werden. Und ich bin sehr gespannt, wie wir es machen. Also das ist ein tolles Spiel, auf das wir warten. Und dementsprechend soll es ein Spitzenspiel sein. Und wir sollen auch gefälligst so auftreten. Danke. Gut.